Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal ein ganz eigenartiges Video, weil ich bin so auf meiner paarwöchentlichen Waldtour und schaue einfach mal, was es so ein bisschen Neues gibt in meinem Wald. Also ich bin ja hier nicht wirklich der Förster, das ist wer anders. Aber naja, der Wald, in dem ich mich halt so rumtreibe, von daher mein Wald. Nicht, dass mir der gehört oder ich den beförstere. Aber was ich deswegen trotzdem tue, ist natürlich schauen, was der Förster denn so treibt. Ein bisschen gucken, Weiterbildungsmaßnahme für mich quasi. Einfach mal ein bisschen durch den Wald stapfen und schauen, was ich so finde, was mich interessiert forstlich. Und das mache ich eigentlich regelmäßig, so alle 2 Wöchelchen spätestens, dann immer mal wieder in unterschiedlichen Waldgebieten. Waldstückchen, und ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und stapfe hier ein wenig durchs Unterholz und schau mal, was ich so finde, ob ich da irgendwas zum Kommentieren mir was einfällt. Also quasi frei nach dem Motto, ein Mann kommentiert den Wald. Also ganz spontan, ich habe keine Ahnung, was ich finde, ich suche auch nichts Spezielles, abgesehen von Birkenrinde, die ist mir nämlich ausgegangen, da werde ich gleich ein bisschen was sammeln. Und deshalb ist das hier auch der Startpunkt, weil ich weiß, dass hier diverse Birken rumstehen. Und das machen wir jetzt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitkommen, und wenn nicht, dann schaltet einfach wieder ab. Aha, ich habe blutroten Hartriegel gefunden. Die meisten erkennen den dann, wenn der hier irgendwo mal rote Triebe hat. Wenn sie älter sind, haben sie das normalerweise. Das hier ist aber ein recht junger Busch. Der hat noch nirgendwo rote Triebe. Oh doch, da kann man es sogar schon einigermaßen erkennen. Da unten, nein, nicht wirklich. Aber man sieht es auch schön an den Blättern. Die sind so lustig relativ tief eingeschnitten von den Blattadern her, sind ansonsten recht eiförmig und haben diese charakteristischen anliegenden Knospen. Dazu gibt es den blöden Merkspruch: beim Cornus Maas stehen die Knospe ab wie die Ohre beim Haas. Das ist zwar mehr oder weniger Blödsinn, aber Cornus Maas ist der andere, der ganz ähnlich aussieht wie der Cornus Sanguinea, also der blutrote Hartriegel. Aber da hat er tatsächlich diese Blattnebenknospen, also in der Blattachsel, die stehen bei dem ein bisschen ab, während sie beim Cornus Sanguinea ganz, ganz, ganz eng am Zweig ansitzen. So. Wisst ihr das auch? Also das hier, blutroter Hartriegel. Diese Blätter sind recht charakteristisch, eben wegen, also ich erkenne es immer an diesen gut eingeschnittenen Blattadern, die da so tief drin liegen. Aber das ist alles Übungssache. Was ich eigentlich will, ist diese Birke da. Knack, knack, knack. Oh ja, eine schöne Birke. Fette Beute. Sehr gut. Ja. So, zum Sammeln von Birkenrinde könnte ich vielleicht eventuell kurz ergänzen. Wenn man immer nur das nimmt, was vom Baum wirklich absteht und quasi da dran zieht, dann kann man sicher sein, dass man nicht zu tief bzw. zu viel Rinde entnimmt, weil irgendwann schadet man dann auch dem Baum. Wenn man allerdings wirklich nur immer diese äußere Schicht entnimmt und da gar nicht groß mit dem Messer dann rumschneidet, wie manche Leute behaupten, dass man das tun müsse, dass man da unbedingt mit dem Messer dem Ganzen zu Leibe rücken muss. Man muss auch nicht eine tote Birke finden, die am Boden liegt, um vernünftig Birkenrinde sammeln zu können, sondern ganz simpel einfach immer nur das abrupfen, was hier so schön absteht und quasi dazu einlädt, abgerupft zu werden. Das ist immer nur die äußerste Schicht der Rinde und das schadet dem Baum tatsächlich überhaupt nicht. Wenn man die entfernt, die würde sowieso in absehbarer Zeit von alleine abfallen. Also so sammelt man meiner Meinung nach optimalerweise und baumverträglich Birkenrinde. Und legal ist es dann damit auch, weil man dem Baum ja nicht schadet. Primärziel ist damit schon erreicht. Ich habe jetzt eine prall gefüllte Brusttasche mit Birkenrinde. Hervorragend. Das hält mal wieder ein paar Feuer. Können wir weitergehen. So, was gibt es denn hier noch Schönes? Oh, ein interessanter Nadelbaum. Mal schauen. Was könnte das sein? Hat jemand eine Vermutung? Vermutung jetzt in die Kommentare schreiben.
Ja. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen Douglasie. Nur lustigerweise muss ich nicht raten. Ja, ist eine Douglasie, eine junge. Ist ganz witzig, wie die hierher kommt, weil, wenn wir uns jetzt mal umgucken, stellen wir fest, Laubbaum, 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 Laubbaum. Das hohe da hinten ist eine Birke. Laubbaum, Laubbaum, Laubbaum. Worauf ich mit Laubbaum, Laubbaum, Laubbaum hinaus wollte, ist ganz lustig, wenn so junge Bäumchen irgendwo rumstehen, wo man partout nirgendwo einen Altbaum zufindet. Das finde ich dann immer relativ spannend, insbesondere bei einem Baum, der eigentlich keine besonders mobilen Samen hat, wie das bei der Douglasie der Fall ist. Das funktioniert wie bei der Fichte. Die Zapfen hängen oben am Baum, die Zapfen öffnen sich, die Samen fallen raus und sind so ein bisschen flugfähig. Also ja, die haben halt so ein Häutchen, mit dem sie theoretisch ein bisschen durch die Gegend geweht werden können. Also man könnte meinen, dass die so irgendwie 20 Meter oder was schaffen. Im Durchschnitt ist es auch nicht viel mehr drin. Aber es gibt wohl dann doch hin und wieder mal den ein oder anderen Samen, der tatsächlich mal weiter wegfällt vom Stamm. Der Apfel. Und wo landet, wo man ihn echt nicht vermuten würde. Es gibt hier wirklich weit und breit keine Douglasien, Alte. Also wo kommt dieses Ding her? Dinge, die faszinierend sind. Finde ich immer wieder spannend, sowas. Ist das eine Hainbuche? Gucken wir mal nach. Ja, haha, Hainbuche. Hainbuche kann man immer ganz leicht am Stamm erkennen, so ähnlich wie die Birke am weißen Stamm. Hat die Hainbuche immer so einen sogenannten spannrückigen Stamm. Also ich hoffe, man kann das hier einigermaßen erkennen an der Kamera. Das heißt, das Ding ist so eingebuchtet und sieht so ein bisschen so aus, mein Vater hat mir das immer so beschrieben, wie ein muskulöser Männerunterschenkel mit so richtigen Muskelsträngen dran. Das ist also so ein typisches Bestimmungsmerkmal, wenn man die Hainbuche erkennen möchte, anhand vom Stamm. Irgendwann mache ich auch mal ein Video zur Hainbuche. Dass hier eine Hainbuche rumsteht, freut mich jetzt spontan auch mal. Oh, guck mal da, noch eine Birke. weil Hainbuche ist forstlich ziemlich nutzlos. Das heißt, der Förster, der hier zugange ist, hat auch kein Problem damit, forstlich nutzlose Baumarten mal ein bisschen rumstehen zu lassen, obwohl es halt eben kein Geld bringt, aber schön aussieht und ein bisschen die Biodiversität anreichert. Oh. Auch relativ selten und irgendwie was, was ich jetzt hier aus meinem Wald hier ganz gut kenne, aber was deutschlandweit auch eher selten ist, ist, dass man Kirschen, ganz normale, auch Kirschen tragende Kirschen, jetzt zwar nicht die Kirsche, die wir im Garten stehen haben, die besonders viel Früchte produziert, aber die kriegen auch wirklich Kirschen, die man dann essen könnte, dass die im Wald rumstehen. Klar, theoretisch ist das auch ein Waldbaum, aber wird doch eher selten angepflanzt, aber hier gibt es wirklich relativ viele Exemplare davon. Zum Beispiel das hier. Kirsche kann man immer an dieser quergestreiften Borke auch sehr charakteristisch am Stamm erkennen. Merkt euch einfach, wie es aussieht. Und ich will da jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, aber das ist definitiv Kirsche. Ein schönes, altes, knorriges Exemplar. Knorrig mag zwar schön aussehen, ist aber fürs Geld her dann immer nicht so gut, weil zum Beispiel so ein Stück Holz hier mit so einem Steilast dran, das kann man nicht gut verkaufen, weil das von der Holzstruktur her zum Beispiel für Bretter nicht zu gebrauchen ist. Furnier kann man auch nicht draus machen. Also recht unwertvoll, aber sieht schön aus natürlich. Das hier könntet ihr eigentlich fast schon erkennen, was das ist. Wir sind hier auch relativ nah am Waldrand. Also so ein typischer Ort, wo man mit sowas rechnen könnte. Ich zeige euch auch nochmal die Blätter. Na, klingelt's? Die Hasel, die schöne Strauchhasel. Zur Erläuterung, der Waldrand ist da hinten. Also wir befinden uns schon noch im Waldrandbereich, zumal das hier eine sehr lichte Fläche auch ist. Und dadurch, dass hier auch der Weg ist, kriegt die hier viel Licht. Hasel braucht viel Licht und wechselt deshalb gerne an irgendwelchen Wald- oder Wegrändern, wo das Licht halt auch vorhanden ist. Hier haben wir die Brennnessel. Das ist ja an sich jetzt nicht unbedingt was Tolles. Was man zu Brennnessel übrigens sagen kann, also erstens mal, das hier sind die Brennnesselsamen.
die man sich da vorsichtig abmachen kann oder halt eben einer dieser Menschen ist, die das irgendwie beherrschen, Brennnessel so entlang zu ziehen mit der Pfote, dass die dann plötzlich die Brennhaare nicht mehr abgebrochen sind und aber nicht mehr in der Hand brennen. Ich muss sagen, ich persönlich kann das nicht. Ich habe es oft genug versucht und irgendwas mache ich da falsch. Also wenn mir jemand sagen kann, wie ich Brennnessel bitte ohne Handschuhe pflücke, ohne dass ich mich brenne, dann sagt mir, ich kriege das irgendwie nicht hin. Jedenfalls diese Samen hier, dieses Zeug, das ist sehr ölhaltig. Bei manchen Arten haben die Samen auch Brennhaare. Hier ist es jetzt nicht der Fall, Glück gehabt. Und die kann man tatsächlich, na, ihr seht, ich bin ganz vorsichtig. Das Ganze ist mir nicht geheuer. Naja, also theoretisch kann man die jedenfalls essen. Und die sind sehr ölhaltig und geben ordentlich Nährstoffe. Und ohne Handschuhe traue ich mich hier aber überhaupt nichts. Ich bin Brennnessel-Mimose. Man kann ja nicht alles können. Ach so, was ich eigentlich zur Brennnessel erzählen wollte. Die Brennnessel ist ein Stickstoffzeiger. Das heißt, die wächst bevorzugt da, wo es viel Stickstoff am Boden gibt. Das ist dann ganz oft an Waldrändern, an Wegrändern. Und warum ist an Wegrändern besonders viel Stickstoff im Boden? Jetzt müsst ihr wissen, Stickstoff ist quasi so der Dünger schlechthin und ist enthalten vor allen Dingen in Exkrementen. Und wo landen die ganzen Exkremente, wenn man denn so im Wald unterwegs ist? Am Wegesrand. Jawohl, ja. Deshalb Brennnessel ganz oft am Wegesrand zu finden, weil alle Waldtouristen ja an den Wegesrand pinkeln. Im Laufe der Jahrtausende, die dieser Waldweg schon besteht, sind natürlich keine Jahrtausende, aber da kommt dann doch einfach mal irgendwann schon mal ordentlich was zusammen, dass dann da doch so viele Nährstoffe am Waldweg vorhanden sind. Es reicht natürlich auch, wenn man irgendwelchen nährstoffreichen Dreck am Autoreifen kleben hat und damit in den Wald reinfährt. Das soll theoretisch auch schon, wenn das im ordentlichen Maß passiert, ausreichen, um Stickstoffzeiger am Wegesrand hervorzurufen, sozusagen. Jo, gehen wir mal hier ins Gebüsch. Knock, knock, knock. Man soll ja auch immer mal ein bisschen auf den Waldboden gucken. Der Förster guckt ja immer gerne nach oben zu seinen Bäumen. Er guckt seltener nach unten. Was haben wir denn da? Bücke ich mich mal. Und das hier ist eine Roteiche. Ihr erkennt so ungefähr die Eichenblattform. Wenn sie dann spitz zulaufende Buchten hat, also Lappen, und die wirklich ordentlich spitz zulaufen, dann ist es die Roteiche. Also das typische Eichenblatt, nur eben mit Spitzen statt rund, die Roteiche. Ist aus Amerika bei uns eingeführt. Oh, der forstliche Nutzen ist noch umstritten. In manchen Ecken wird es halt angepflanzt. Hier bei uns zum Beispiel, da gibt es ein paar Bestände, die man auch ernten kann und damit kann man auch ganz gut Geld verdienen. Ist also durchaus auch Nutzbaum. Inwiefern jetzt das so richtig Sinn macht, lieber Roteiche als unsere normale Eiche anzubauen. Ja, da streiten sich wieder mal die Gelehrten. Na, und was ist das? Wer weiß es? Ja, wieder Hasel. Weiter geht's. Was gibt's denn hier noch Schönes? Oh, Grünzeug und ich fliege über den Stein. Stock. Und da ist wieder eine Hasel. Man kann es halt auch wirklich schön an dieser Wuchsform erkennen, mit diesen vielen, vielen, vielen kleinen Miniaturstämmchen. Und das kommt alles auf einem Punkt aus dem Boden raus. Das Fachwort dafür ist übrigens Basitonie, Wuchsform Strauch. Während ein Baum die sogenannte Agrotonie anstrebt, also sprich vom Boden her eigentlich recht schmal ist und dann in der Höhe immer breiter wird und sich dann, das sieht man jetzt von hier nicht, oben schön ausbreitet, da wo es ganz hell ist. Das kann ich jetzt nicht wirklich filmen. Achso, jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, was das ist. Da muss ich auch mal kurz näher nachgucken. Also so rein am Stamm bestimmen ist mitunter gar nicht so einfach. Ja, ist eine Kastanie. Ist eine Kastanie. Das Doofe ist, also wenn man das jetzt wissen will, braucht man ja Blätter. Ne? Und dann muss man erstmal einen Zweig suchen, der Blätter hat. Und dann sieht man unter Umständen einen. Und dann muss man erstmal gucken, gehört der überhaupt zum gleichen Baum wie der Dicke? Und ja, das ist der Fall. Also kann man hier sehen, der kommt aus dem Wurzelstock von dem hier raus. Und der da, wenn man dem dann lang genug folgt, sieht man, der hat Blätter. Und zwar Kastanienblätter.
Und das ist übrigens die Esskastanie, ja, also nicht die Rosskastanie, die man aus dem Biergarten kennt, sondern die essbare, die für uns Bushcrafter enorm interessant ist, so der Nahrungsbaum schlechthin. Also kein Baum ist besser, wenn es ums Ernähren geht. Hat also diese großen, da ist wirklich charakteristisch, dass die Blätter groß sind. Die sind eigentlich immer groß. Die geht es von groß bis riesig. Und sie sind halt am Rand so schön zackig und eigentlich auch kaum zu verwechseln, allein schon wegen der Größe. Diese Riesendinger, die sind schon recht charakteristisch und ebenso länglich und schön gezackt am Rand mit so spitzen, spitz zulaufenden Spitzchen hier. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Da ist nochmal eine Spitze auf der Spitze aufgesetzt quasi. Das ist auch nochmal wichtig. Und wenn übrigens sowas hier krumm und schief dasteht, dann ist es auch meistens eine Hainbuche. Also in diesem Fall jetzt auch. Ah, da kann man eigentlich auch noch mal kurz auf die Blätter von der Hainbuche eingehen. Die sind so von der Form her ähnlich wie das Buchenblatt. Und das hier ist eigentlich ein sehr tückisches Exemplar, weil es ziemlich buchenartig aussieht. Hainbuche und Buche sind übrigens noch nicht mal großartig verwandt. Die sehen nur ähnlich aus von den Blättern her. Deshalb heißt die Hainbuche auch. Hainbuche ist aber eigentlich ein Birkengewächs. Wenn man die Blätter so ein bisschen schräg hält, kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Hier bei dem sieht man es, oh, jetzt ist es weg. Mit Stativ ist das alles einfacher, aber dann komme ich ja irgendwo hin, wenn ich jetzt auch noch anfange mit dem Stativ rumzuspielen. Hier kann man es ganz gut erkennen, die sind nicht am Rand gewellt, wie beim Buchenblatt, sondern die sind insgesamt, sehen die so ein bisschen aus, als wären sie aus Wellpappe. Hier ist es wirklich nicht sehr charakteristisch, aber man kann es doch so ein bisschen erkennen. Ne? Also wirklich so wie Wellpappe quasi, wellenförmig, schon allein von der Blattmitte, komplett bis zum Rand, überall sind die relativ tief eingeschnitten und sind wirklich so, ja, wie Wellpappe eben. Mir fehlen da die Worte, um sowas dann genau zu beschreiben. Das ist dann eben also Hainbuche. Die normale Buche wäre relativ glatt und wäre nicht so eingebuchtet und so gewellt bis hin zum Rand und am Rand dann eben leicht gewellt. Nicht so scharf eingeschnitten wie hier eben die Hainbuche. Außerdem kann man es halt eben am Stamm ganz gut erkennen, wenn der, so wie hier, diese charakteristischen Muskelstränge in Anführungszeichen am Stamm aufweist. Das ist dann immer eine Hainbuche. Finde ich echt schön, dass hier so viele von den Dingern stehen, weil wie gesagt, die sind bloß zur Bereicherung der biologischen Vielfalt da. Geld bringen die keins. Primär wollen wir als Förster ja schon im Wald erstmal Geld verdienen. Und da streiten sich jetzt wieder die Gelehrten, wie viel biologische Vielfalt darf ich denn in meinem Wald fördern, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass ich mir finanziell Probleme bereite. Weil ein gewisses Maß von biologischer Vielfalt kann ich quasi zusätzlich in meinen Wald reinstellen, ohne dass meine Forstwirtschaft, also das Geld, was ich durch Holzverkauf bekomme, drunter leidet. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man dann doch Einschränkungen beim Geldverdienen machen muss, wenn man sich zu viel biologische Vielfalt leistet und einen zu naturnahen Wald mit 27 verschiedenen Baumarten anstatt nur, sagen wir, 3 oder 4. 3 oder 4 ist eigentlich schon gut. Ich sehe irgendwie lustig aus in diesem Licht, oder? Hier habe ich auch noch was Interessantes gefunden. Das hier ist auch eine Eiche. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, das Ding ist so selten im Wald, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, es ist eine Zerreiche. Quercus cerris. Die hat diese schön eingekerbten Eichenblätter, also mit den deutlich eingekerbten Blättern. Und das Blatt ist insgesamt auch sehr lederartig und sehr hart vom Material her. Liegt daran, dass die aus dem Süden kommt, wo es wärmer ist. Und da braucht man robuste Blätter, die nicht so schnell Flüssigkeit abgeben, wie diese weichen Blätter, die bei uns eigentlich übrig sind. Also je härter ein Blatt, Hartlaubvegetation nennt man das dann auch, desto wasserschonender ist das in Anführungszeichen für den Baum. Solche Bäume sind auch oft, also dieser hier jetzt nicht, aber oft sind die auch immer grün. Das heißt, die werfen im Winter ihr Laub nicht ab. Okay, mit ein paar Sekunden nachdenken, die sind nicht oft immer grün, die sind manchmal immer grün. Oft ist schon wieder zu viel gesagt. Ja, das hier ist übrigens die Überreste einer Zerreichen-Eiche. Ist ein bisschen größer als, kürzer als die unserer einheimischen Eichenarten. Wenn übrigens ein Förster hier das macht und da so hoch guckt und feststellt, oh mein Gott, da ist ein Loch im Kronenschluss, dann stellt er fest, dass er hier mal theoretisch einen neuen Baum hinpflanzen könnte, weil da ist ja Platz, da passt ja noch einer hin. Nee, ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber das muss man tatsächlich immer mal machen.
wenn man sich seinen Wald genauer anguckt, ist es ganz wichtig, auch nach oben zu schauen und gucken, inwiefern der Wald denn geschlossen ist. Optimalerweise ist er immer geschlossen, aber auch nicht zu dicht, dass sich die Bäume nicht gegenseitig behindern. Wenn es aber zu licht ist und solche Löcher hier drin sind, das wächst jetzt noch zu, das ist ein relativ frisches Loch. Aber wenn größere Löcher drin sind, dann verschenkt man auch einfach Platz, in Anführungszeichen. Platz, der sonst von Bäumen besetzt werden könnte, Platz, der für Photosynthese genutzt werden könnte und Platz, der natürlich Geld bringt, wenn da ein Baum steht, den man dann irgendwann für gutes Geld verhökern kann. So, was haben wir hier? Das da ist Buschwindröschen, Anemonenima rosa. Das sind diese Dinger, die so diese schöne weiße Blüte haben. Die kennt ihr garantiert oder habt ihr zumindest schon mal gesehen. Blütezeit ist schon wieder vorbei. Das ist ein Stock. Buche. Auch Buche. Also wenn es nicht besonders spannend aussieht, ist es meistens Buche. Schön ist ja auch immer so ein Haufen hier, ne? Da kriegt man dann jede Menge Brennholz, wenn man sich dann hier Bushcrafter technisch betätigen will. Und es darf, ne? Betone nochmal, Feuer machen, nur wenn man auch darf. Ja, ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Zu viel Licht in der Linse. Hier ist die Schlucht. Zu der wollte ich eigentlich. Sieht jetzt gar nicht so tief aus, wie sie tatsächlich ist. Und die sieht auch nicht so steil aus, wie sie tatsächlich ist. Gut, ich habe Stativ ja dabei, dann machen wir eine kurze Schluchtbesichtigungssequenz.